is GFL Football. Wille, Valtteri, Suojanen und die Defense der Potsdam Royals waren zu Gast bei den New Yorker Lions. Die Defense der Royals, Platz 10 in der GFL, lassen fast 30 Punkte im Schnitt pro Spiel zu. Im Eintrachtstadion waren über 3000 Zuschauer gekommen und wollten dieses Nordduell sehen. Die Lions gegen die personell deutlich verbesserten Potsdamer. Los geht's mit den Lions und Quarterback Brandon Connett, der wirft auf Christian Bollmann für 11 Yards. Niklas Römer fehlt den Braunschweigern ja wegen einer Achillessehnenverletzung zurzeit. Aber sie haben gute Running Backs. Chris McClendon ist einer davon, läuft hier für 12 Yards. Und ihr Quarterback läuft auch gerne. Brandon Connett verliert hier allerdings den Ball. Und Dustin Ilechko, der Royals Linebacker, sichert den Fumble in der eigenen Endzone. Damit also Touchback. Die Royals beginnen an der eigenen 25, kommen kurz danach einen zweiten Versuch und 7. Aber die Lions machen Druck und Dominik Siegel bringt Paul Zimmermann zu Boden. Zimmermann, der Quarterback spielen musste, weil die Royals aktuell keinen amerikanischen Quarterback im Kader haben. Anschließend dann Connett auf Nikolai Schumann für 11 Yards Raumgewinn. Und dann liegt der Ball an der gegnerischen 41 und da ist wieder Connett. Und dann schießt er durch die Lücke und diesmal schlägt ihm keiner den Ball aus der Hand. Touchdown Braunschweig 7:0. Brandon Connett, dessen läuferische Fähigkeiten in dieser Partie extrem wichtig waren für die Lions. Andere Seite, Zimmermann mit dem Screenpass auf Gennady Adams und der kommt da wie aus der Kanone geschossen mit Speed. Und wird erst innerhalb der 10-Yard-Linie ins Ausgeschoben. Und dann gehen wir rein ins zweite Quarter. Der Royals Drive geht weiter. Und Adams, der gerade eben diesen langen Lauf hatte, darf das Ganze auch noch vollenden aus 2 Yards Entfernung. Zum Ausgleich 7:7. Und im weiteren Verlauf der Partie war es eine hart umkämpfte Begegnung. David McCanns läuft hier für 2 Yards. Kurz danach musste Braunschweig punten. Potsdam hielt voll dagegen und sie haben ja auch immer noch Frederik Mürup-Nielsen. Guter Pass von Zimmermann für 26 Yards Raumgewinn. Und dann liegt der Ball an der gegnerischen 12 und da ist wieder Zimmermann auf Mürup-Nielsen und das ist der Touchdown für Potsdam und die Gäste führen plötzlich mit 14:7, auch weil Benjamin Kral, der Braunschweiger Cornerback, hier die Hände nicht richtig an den Gegner bringt und Mürup-Nielsen freies Geleit in die Endzone gibt. Andere Seite, Chris McClendon wird gestoppt für keinen Raumgewinn. Das bedeutet Punt für Braunschweig. Die letzten 4 Drives der ersten Halbzeit blieben ohne Punkte. Damit Führung für Potsdam zu Beginn des zweiten Durchgangs. Und hier sind die Braunschweiger. Erster Spielzug, McClendon 17 Yards. Jetzt sollte alles anders, alles besser werden für die Lions. Anschließend dann Connett gejagt, aber er findet Chris McClendon für 25 Yards Raumgewinn. Kurz danach der Ball an der Potsdamer 4 und das ist Connett. Da hängt schon einer an ihm dran und er kriegt ihn trotzdem nicht zu Boden. Connett mit dem Touchdownlauf zum Ausgleich 14:14. Ja, wer solche Tackles verpasst, den bestraft der Braunschweiger Quarterback. Es folgten 2 Punts und dann 3. und 10 für Potsdam. Zimmermann auf der Flucht, Zimmermann gejagt, Zimmermann gesackt von Jakob Schridde. Folgt ein Punt der Gäste und der Returner für Braunschweig heißt David McCanns. Und das ist ein richtig starker Return von McCanns bis an die gegnerische 27-Yard-Linie. Und dann dauert es nicht lange und dann haben wir das hier, der Pass von Connett auf Justus Holz. 23 Yards Raumgewinn und die Lions im Geschäft. Kurz vor der gegnerischen Endzone und dann gehen wir rein ins vierte Quarter. Der Drive der Lions geht weiter. Ball liegt jetzt an der 3-Yard-Linie und das ist Connett mit seinem 3. Lauf-Touchdown. 21:14. Es war vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit das Braunschweiger Laufspiel, das den Potsdamern immer größere Schwierigkeiten bereitete. Und sie machten selber Fehler. Kevin Lucas mit diesem Lauf und dann verliert er den Ball. Lars Steffen sichert das Leder für Braunschweig.
Und die Lions jetzt erst recht mit dem Laufspiel, nachdem wir nochmal auf den Ballverlust von Lucas schauen. Sechs Läufe, der letzte davon von Chris McClendon für Braunschweig. Das ist der Touchdown zum 28-14. Auf der anderen Seite musste Potsdam jetzt was reißen, aber das ging daneben. Den Zimmermann wird hier gesackt von Patrick Finke, verliert den Ball. Und Georg Burmeister mit der Fumble Recovery für die New Yorker Lions. Und das war dann so ziemlich der Feierabend für die Potsdam Royals und ihre Hoffnung, aus diesem Spiel was mitzunehmen, denn Braunschweig setzte wieder aufs Laufspiel. Fünf Läufe, der letzte davon Konetz, vierter Touchdownlauf in dieser Partie zum Endstand von 35-14. Die Royals hatten Braunschweig das Leben lange, lange schwer gemacht, aber als die Lions ihr Laufspiel durchbrachten in der zweiten Halbzeit, war dagegen kein Kraut mehr gewachsen. Braunschweig schlägt Potsdam.